Sie haben beim Bürgergeld die Geschichte erzählt. Es ist der Kassiererin, ich karikiere das jetzt auch mal an der Stelle so, nicht zu erklären, warum sie für Leute, die sich nicht vermitteln lassen wollen in Arbeit, warum sie dafür ihr sauer verdientes Geld über Beiträge abdrücken müssen. Diese Kassiererin muss heute zum Staat und aufstocken. Kinderzuschlag, Wohngeld. Und da sage ich, das finde ich falsch. Weil übrigens bis zu 50%, das sagen Studien, gar nicht zum Staat gehen. Aus Schamgründen oder weil sie es nicht wissen. Yeah, exactly. Was spricht dagegen, zu sagen, dass diese Verkäuferin automatisch das Geld bekommt, was ihr zusteht, als dass sie noch zum Sozialstaat gehen muss? Ich weiß nicht, was daran so schwer ist.